Wo? Hä? Wo bin ich jetzt gelandet? Okay, creepy. Hier braut irgendwas vor sich hin. Einst lebte ein Zauberer in einem alten Haus und bereitete Tränke zu, mit denen er in die Zukunft sehen konnte. Die Leute aus dem Dorf kamen zum Haus des Zauberers und verlangten von ihm, seine Tränke mit ihnen zu teilen. Wir möchten auch in die Zukunft sehen, sagten sie ihm. Aber der Zauberer sagte nein. Die Leute aus dem Dorf wurden wütend und verbrannten das Haus des Zauberers. Doch der Zauberer wusste, dass das geschehen würde. Er hatte seinen Trankraum bereits mit einem Zauber belegt. Das Haus brannte, der Raum aber nicht. Die Leute aus dem Dorf warteten, doch der Zauber kam nie heraus. Ach, so ist das. Why are you standing there? You spying? No. No, huh? What the hell's wrong with you exactly? Nothing. You need to stop leaving your stupid stories around. They're freaking everyone out. Ja, das war wohl der Trankmischerraum. Das ist das, was wir gerade gelesen haben. Blaze reveals Moonshine Operation. Brand legt Alkoholschmuggel frei. Von Daniel Josefsson. Bayfield County. Feuerwehrleute der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Ashland entdeckten eine offensichtliche Schwarzbrennerei, während sie in den Wäldern von Old Ocean einen Brand bekämpften. Den Beamten zufolge beinhaltete die Brennerei einen Propanofen und einen 4 Gallonen fassenden rostfreien Stahltopf, der zur Aufbewahrung der Whisky-Maische verwendet wurde. Aufgrund der Größe der Brennerei glaubt Bayfield County Sheriff Hank Shuffle, es könne sich dabei um einen Teil eines Alkoholschmuggelvorhabens handeln, obwohl er zugab, dass es im County noch weitere Brennereien geben könnte. Sorry. NASA startet ATS-6-Satelliten von der Associated Press. Cape Canaveral, FLA NASA, startete heute in Florida den weltweit ersten sogenannten Bildungssatelliten und verleiht den Vereinigten Staaten dadurch einen mächtigen Vorsprung in der Telekommunikationstechnik. Der Applications Technology Satellite 6 überträgt direkt Bildungsprogramme in mehreren Ländern wie die Vereinigten Staaten, Kanada, Indien und Australien. Die NASA glaubt, der Satellit würde mindestens die nächsten 5 Jahre in ständigem Kontakt mit der Erde bleiben. Okay, spannende Sache. Ja, das schöne Haus. Wohl irgendwann mal in den Abgrund stürzen wird. So schräg, wie das hier steht. Und das ist einfach im Schrank versteckt. Diese Moonshine. Macherei. Hat mir gerade das Wort gefehlt. Was ist denn das?
Das war gerade mal ein Haus. Mit diesem Rätsel drin. Das ist dieses Haus, das wir nachgebildet haben. What did you do? What did you wake up? Nothing. I found a room, I walked into it, that's it. Hat Ethan vielleicht aus Versehen das Haus angezündet? Okay, Ethan, der Großvater, denke ich mal, sind wohl die beiden Eltern in der Mitte. Die anderen, keine Ahnung. Der Tag, an dem das Foto gemacht wurde. Onkel Chad war gemein. Papa war traurig, Mama war wütend. Travis war laut. Opa war ruhig. Okay, Opa links, Ethan ganz links. Mama, Papa in der Mitte. Travis, der zweite von rechts, und Onkel Chad. Ich glaube, Ethan hat wahrscheinlich dieses Zimmer gefunden. You need to talk to your son. He was poking around in the old Vandergriff house again. Said he found some secret room. Yeah, really? Okay, I will go talk to him. Okay, das ist das Vandergriff Haus. Pop, they're getting worse. They keep talking about this thing, this sleeper. I know. What I don't know is if it's real or not. Das Vandergriff Haus, in dem niemand mehr leben wollte. Travis, leave the boy alone. I see how you've been looking at him. You don't even know, do you? You have no idea what's going on. Listen. You have to help us. It's the only way. It wants Ethan. You're crazy. You've all gone crazy. Wer will Ethan? Was will Ethan? Wird aus der Geschichte nicht ganz schlau. It's not my fault. I didn't mean for any of this to happen. Ich glaube, Ethan hat das Haus in Brand gesteckt, aus Versehen. Auch wenn es ehrlich gesagt nicht so aussieht, als würde es hier gebrannt haben. Aber das wäre irgendwie gerade die logischste Erklärung. Was genau los ist. Oder was passiert ist hier. In der Umgebung. Und jetzt wieder die Frage, müssen wir hoch? Müssen wir runter? Dort hinten entlang? Nach links? Ich habe keine Ahnung. Das heißt dann wohl viel herumgelaufen. Wahrscheinlich ist das dort Ethans Haus und das ist das Wandergrin. Haus. Wo eben niemand leben möchte.
Ich glaube irgendwie hier geht's weiter. Ja, ich glaube irgendwie, das ist der richtige Weg. Daher würde ich sagen, gehen wir erstmal in die anderen zwei Richtungen. Schauen uns mal an, ob wir dort nach unten können bei diesem Bergschacht oder Lift-Fahrstuhl. Und wenn nicht, dann halt hier oben entlang. Schätzt man nicht, dass es funktioniert. Nee. Wenn mich unterstützen kann ich auch nicht. Das ist wohl ein altes Kraftwerk. Aber dann können wir diesen Weg hier schon mal ausschließen. Schade. Hochlaufen geht auch nicht. Dann hat sich das schon mal erledigt. Aber wohin führt dieser Weg? Wahrscheinlich auch nur einen anderen Weg. Um dann doch schlussendlich zum gleichen Ort zu kommen. Das ist das Haus hier. Das wir auch schon gesehen haben von unten. Ich dachte gerade, dort steht jemand. Ist offensichtlich eine Kirche. Ruhe in Frieden. Steht wahrscheinlich nirgendwo irgendwas drauf. Schönes Thumbnail. Jesus sei mit dir. Und so. Ihr wisst schon. Hier ruhen in Gott meine liebe Frau Tusnelda Schöneberg. 1934. Zeichen eines Kampfes. Verschiedene Fußabdrücke, keine Blutspur. Getötet, Opfer, verwundet. Blutfleck. Schon wieder irgendwas. Und das sind solche Gruften. Das X markiert die Stelle. Hähnischer Sternflügel der Krähe, Guinea Koi, Krähenfuß, CND-Symbol, Nero-Kreuz, Hexenfuß, Opfer für Kleeport, Siegel. Mörtel, Kelle, Ziegelhaufen, Arbeit, fangelassen, unterbrochen, Schubkarre. Okay, da geht's rein. Schauen wir uns gleich an. Verbrannter Streichhölzer, Ölkanne. Verschüttetes Öl, runder Fleck, Öllampe.
Dort unten ist jemand. In der Kirche ist eine Öllampe. Die wir hier offensichtlich dann mit Öl befüllen können. Um runter in die Gruft zu gehen. Und herauszufinden, was dort schon wieder passiert ist. Irgendwie läuft hier nichts.